Ich will mal zwei Dinge herausgreifen. Das eine ist, wir müssen Kinder und Jugendliche besser beteiligen in der Art und Weise, wie wir Politik machen und wie wir Lösungen entwickeln. Da haben wir Formate wie Beiräte, aber wir müssen da besser werden. Beispielsweise, wenn Schulgebäude errichtet werden, dass wir in einer Phase 0 frühzeitig fragen, was brauchen eigentlich Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, um sich an dieser Schule wohlzufühlen, um da gut lernen zu können. Und nicht nur formalen Haken setzen, habe ich gefragt, sondern wirklich in gemeinsamen Projekten arbeiten. Uns ist wichtig, dass wir allen Schülerinnen und Schülern, allen Jugendlichen helfen, deswegen das Versprechen, dass jedes Kind mindestens ab der 8. Klasse ein kostenloses Laptop oder Tablet bekommt vom Land. Das ist dann auch noch günstiger, als es jetzt gerade läuft. Man sich vorstellen, wenn man 200.000 Geräte kauft, ist das einzige sehr, sehr viel teuer, sehr viel billiger, als wenn das Familien machen. Und insgesamt haben wir bei der Unterstützung natürlich viele Themen. Also mich hat sehr schockiert, dass viele Schülerinnen und Schüler von uns gefordert haben, mehr Schulpsychologen zu haben, weil die Belastungen der letzten 2 Jahre so stark waren, dass sehr viel Ängste, sehr viel auch Orientierungslosigkeit entstanden ist und dass wir als Elterngeneration vielleicht auch gar nicht so richtig da waren. Da haben wir ein größeres gesellschaftliches Thema, mit dem ich mich sehr stark auseinandersetzen will und für das wir uns auch einsetzen werden. Herr Harms, was tut der SSW für Jugendliche? Ganz, ganz viel. Ich will aber vor allem 2 wichtige Themen rausnehmen, die mir jetzt persönlich auch sehr, sehr wichtig sind. Wir haben im Landtag vorgeschlagen, einen sogenannten Jugendcheck durchzuführen. Das heißt, jedes Gesetz, das beschlossen werden soll, wird einmal durch so einen Check gejagt, um zu gucken, was bedeutet das eigentlich für Jugendliche. Und in dem Gremium, die das macht, da sitzen auch Jugendliche mit drin. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und dann zu gucken, bevor ihr Politiker wieder irgendetwas beschließt, lasst uns mal drauf gucken, weil die Jugendlichen sind, also zumindest die, die unter 16 Jahre sind, haben natürlich auch die größten Schwierigkeiten. Wir Alten können immer mitreden, können immer mitbestimmen, ihr könnt es nicht, deswegen braucht man so etwas, damit ihr in der Lage seid, auch eure Meinung zu sagen zu denen, die wir beschließen wollen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ich will mit einer Ungerechtigkeit aufhören. Es kann nicht angehen, dass Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren nicht vom Mindestlohn umfasst sind. Das heißt, wenn du im Supermarkt Regale einräumst als 17-Jähriger, dann können sie dich mit 7 Euro abspeisen, bis du 18 kriegst du schon die 12 Euro demnächst. So, und ich finde, das muss für beide sein. Beide müssen es kriegen können und darüber hinaus auch Langzeitarbeitslose, die sind nämlich auch von dem Gesetz ausgeschlossen bisher. Das finde ich schade, gleiche Arbeit, gleicher Lohn sollte auch hier gelten. Daniel Günther, was plant die Schleswig-Holstein-CDU für Jugendliche? Ich glaube, das, was wir als Staat, als Land tun können, ist, dass wir jungen Menschen insgesamt Perspektiven geben, dass sie alle Chancen auch bekommen in den Bereichen, für die wir Verantwortung tragen. Wir haben das eben in den Kitas beschrieben, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, was wir auch in Zukunft noch vorhaben. Das geht über die Schulen weiter, wo wir eine große Unterstützung machen. Perspektivschulen hat Monika Heimert angesprochen als ein wichtiges Thema, um eben diese Chancengerechtigkeit auch darzustellen. Und das setzt sich auch so weiter fort, dass wir auf den beruflichen Schulen auch eine gute Qualität haben, um junge Menschen in Ausbildung zu unterstützen, an den Hochschulen in unserem Land, die wir stärker fördern, auch in dieser Periode. Ich glaube, all das ist wichtig für die junge Generation. Und wenn es dann auch noch gelingt, und das zeigt sich ja im Moment, dass wir durch kluge Energiepolitik im Land viele Unternehmen nach Schleswig-Holstein holen, haben junge Menschen danach auch eine berufliche Perspektive in Schleswig-Holstein. Also ich glaube, wir versuchen eine ganze Menge zu tun. Monika Heinold, das Programm der Grünen für Jugendliche. Ja, wir haben einmal ein Mobilitätsticketprogramm für 365 Euro im Jahr. Fahren in Schleswig-Holstein für alle bis 21. Ich will aber auch sehr deutlich sagen, auch gerade wenn wir im Wahlkampf sind und auch den jungen Leuten sagen, wer für was zuständig ist. Und das, was ja hier auch angesprochen ist, die Frage, gibt es vor Ort ein Jugendzentrum, wie kann ich mich beteiligen? Das sind Dinge, die vor Ort geregelt werden, zu Recht auch. Ich finde das gut, dass die Kommunen hier eine sehr starke Verantwortung haben. Ich habe viele Kinder- und Jugendbeiräte auch besucht, die sich vor Ort engagieren. Und deshalb ist das ganz, ganz wichtig, dass wir als Landespolitik immer wieder sagen, welche Verpflichtung auch die Kommunen haben, nämlich diesen Beteiligungsprozess auch wahrzunehmen. Wir sind zuständig für die Kitas, für die Schulen, für die Ausbildung. Aber vor Ort muss das Leben so organisiert werden, dass Jugendliche mitmachen können, dass sie Räume haben, sich zu treffen. Und deshalb sage ich immer allen, geht hin zu euren Bürgermeisterinnen und sagt,
Wir fordern hier unser Recht ein, weil es ist die Gemeindevertretung, das ist die Vertretung in der Stadt, die dafür aussorgen muss, dass ihr euch vor Ort engagiert und treffen könnt. Herr Nobis, was ist der Plan der AfD für junge Menschen? Also erstmal würde ich zustimmen, was Herr Hans gesagt hat, was den Mindestlohn angeht. Das trifft Zustimmung bei mir. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Bildung ist das Wichtigste, was wir haben. Und das ist das Wichtigste, was der Staat allen mitgeben kann in der Jugend. Gute Bildung, gute Ausbildung. Das sichert am Ende des Tages ein gutes Einkommen und dass man selber eine Familie gründen kann. Und das ist das Wichtigste, was man in dieser Zeit mitnehmen muss. Und da müssen wir besser werden mit all den Sachen, die wir schon beschrieben haben. Lehrermangel, Unterrichtsausfall, aber auch eben das, was Herr Losser Müller gesagt hat, dass 10%, glaube ich, waren es, die Schule verlassen ohne Abschluss. Diese Schüler müssen auch aufgefangen werden. Denen muss trotzdem ein Weg gegeben werden, aufgezeigt werden, wie man dann trotzdem noch zu einem Berufsabschluss kommt. Die müssen eingebunden werden in die Gesellschaft. Das ist 10% viel zu viel an Schulabbrechern. Und deswegen muss es da verschiedene Wege geben. Aber ich bin auch gegen diese Gleichmacherei. Wir müssen Gymnasien erhalten, wir brauchen die Gemeinschaftsschulen. Und wir haben auch ein Leistungsprinzip, auch in der Schule, das haben wir auch in der Gesellschaft. Also Bildung, Bildung, Bildung ist das Wichtigste fürs Leben. Bei der Bundestagswahl hat die FDP ja in Schleswig-Holstein auch bei jungen Menschen stark abgeschnitten. Was ist denn da Ihr Programm und Ihr Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass der Freiheitsgedanke so super attraktiv ist. Denn es ist für junge Leute halt irgendwo, die orientieren sich daran, was Freiheit ausmacht. Das haben Sie gerade während der Corona gesehen, dass jemand noch da sein und geben muss, der für die Freiheit antritt. Ich will ein schnelles Wort sagen zu dem Thema Mindestlohn auch in Ausbildungsthemen. Das hat seinen Grund, warum wir das nicht haben. Weil es auch die Gefahr läuft, ein Fehlanreiz zu sein im Hinblick auf Ausbildungsvergütungen. Wenn Leute sagen, nee, dann mache ich lieber einen Job mit Mindestlohn, statt mich ausbilden zu lassen, mit Verlaub, dann setzen wir einen Fehlanreiz. Deshalb ist es bewusst ausgenommen an der Stelle. Wir haben vorhin über Bildung geredet, wir haben über Kitas geregelt, da tun wir ganz viel für Kinder und Jugendliche. Ich sage als Drittes das, was der Ministerpräsident gesagt hat, ganz wichtig, Perspektive für die Zukunft schaffen. Damit man hier oben im Norden auch tatsächlich Arbeit kriegt, dass man auch zwar qualifizierte Arbeit, gute Möglichkeiten hat, tatsächlich Jobs zu machen und nicht nach Hamburg oder noch weiter in den Süden ausweichen zu müssen. Daran ist gerade Wirtschaftspolitik ein Hauptthema. Und das Letzte will ich auch sagen, wir müssen auch darauf achten, dass wir mit all den Dingen, die so staatliche Ausgaben sind, die Kirche im Dorf lassen und nicht Schuldenpolitik machen, die ihr ansonsten alle zurückzahlen müsst. Das ist nämlich nicht mehr so, dass ich das zurückzahlen müsste, das ist ganz vorbei, sondern das müssen andere Generationen zurückzahlen. Deshalb ist ein aktives Einhalten der Schuldenbremse auch in Zukunft eine aktive Politik für junge Leute. Vielen Dank. Wir machen einen kleinen